et que votre amour, transformé par lui, devienne aux yeux des hommes un signe de l'amour de Dieu. Devant l'Église ici rassemblée, échangez vos consentements. Mademoiselle Anne Biddle, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Miles Parrish, ici présent? Monsieur Miles Parrish, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Anne Biddle, ici présente? Je vous déclare désormais unis devant Dieu par les liens sacrés du mariage. Eigentlich müsste ich jetzt weinen. Ja, vor Erleichterung. Ich habe sie geliebt. Sie hatte viele gute Eigenschaften. Nenn mir eine. Sie war nicht so wie du. Einen Moment. Ich brauche deinen Rat. Was weißt du über Kühe? Kühe? Ich kaufe eine Farm in Devonshire. Eine Farm? Du machst Witze. Showbusiness is no business. Du hältst es doch keine Woche auf dem Land aus, was sage ich? Nicht mal ein Wochenende. Hey, ich liebe Kühe. Ach, du machst Routine. Jeden Tag dieselbe Arbeit. Jeden Tag im selben Bett aufwachen. Keine neuen Leute kennenlernen. Nie mehr sehen, was noch kein Tourist gesehen hat. Nie mehr Reiseberichte lesen, ohne zu weinen. Keine neuen Restaurants. Keine neuen Sprachen, neue Sitten. Nie mehr unbekannte Geschichten hören, schön und unheimlich. Keine archäologischen Entdeckungen? Keine Züge, keine Schiffe. Keine Fernpost? Mm-mm. Kein Zimmerservice? Nein, nur muffige alte Kühe. Und muffige alte Professoren? War das eine Anspielung auf Cambridge? Cambridge ist eine akademische intellektuelle Gemeinschaft. Wir sprechen hier von einer Farm. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Du hattest nie die Absicht, eine Farm zu kaufen. Also, ganz professionell, ohne jeden Quatsch. Wir sind nur Kollegen, stehen gemeinsam vor der Kamera, arbeiten zusammen und außerhalb der Sendung brauchen wir uns nie zu begegnen. Bei meiner Ehre. Deiner Ehre? Ehrlich. Gib uns eine Chance. Hallo, ich bin Louisa Phillips. Willkommen im Château Chantilly. Und ich bin Michael Trent. In den folgenden Sendungen führt sie unser Reisejournal auf eine Safari durch Nordafrika. Versäumen Sie nicht den Sahara-Führer für alleinstehende Damen. Die Ballonfahrt über das Bermuda-Dreieck. Schicken Sie uns die Beschreibung Ihrer verlorenen Socken und berichten Sie uns von Ihrem Besuch beim Ungeheuer von Loch Ness. Ich dachte, wir wollten deine Mutter da raushalten. Schlusswort. Ah, bleiben Sie doch bei uns. Wir führen Sie jetzt durch das unbeschreiblich prachtvolle Château Chantilly. Damit Sie sehen, was man aus einer einfachen Jagdhütte machen kann. Alles, was Sie brauchen, ist ein bisschen Geld und viel Fantasie.